Wir sehen, wie das Internet voll mit sogenannten Motivationscoaches ist, die behaupten, die Lösung für all unsere Probleme zu haben. Sie erzählen von ihren Erfolgsgeheimnissen, geben uns Rat, wie wir dieses Leben richtig bestehen oder wie wir mit Problemen umgehen sollen, denn sie sind Meister darin, jedes Problem zu lösen. Und wir sehen, wie sehr die Menschen an diese Coaches glauben und anfangen, diesen zu folgen. Sie besuchen ihre Seminare oder schauen sich stundenlang ihre Videos an. Dabei erkennen sie nicht, dass diese Personen eher an ihren Klicks oder an ihrem Geld interessiert sind. Es ist auch verständlich, warum er dies tut. Der Mensch von seiner Natur ist auch ein Wesen, welches nach Führung sucht und verstehen will, was sein Sinn in diesem Leben ist. Er will auch erfolgreich sein oder wissen, wie er mit seinen Problemen umgehen soll. Aber dabei erkennt er nicht, dass er bei diesen Personen nicht seine vollkommene Zufriedenheit finden wird. Denn gleichzeitig ist auch der Mensch ein Wesen voller Fehler und kann von seiner Natur nicht auf jedes Problem die 100% richtige Lösung geben. Wo findet er aber seine Zufriedenheit und die Lösung all seiner Probleme? Das kann ihm nur derjenige geben, der ihn erschaffen hat und von dem diese Prüfungen kommen. Und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Er subhanahu wa ta'ala, der die Menschen erschaffen hat, weiß doch am besten, was der Mensch braucht. So wie der Hersteller eines Produktes weiß, wie man das Problem bei einem kaputten Gerät löst, so wissen wir, dass er uns den Koran herabsandte, um diese Probleme zu lösen und den eigentlichen Sinn unseres Lebens zu verstehen. In diesem Buch finden wir Geschichten von Propheten und Menschen, welche ähnliche Probleme wie wir haben und wie sie diese gelöst haben. Die richtigen Wege, erfolgreich zu sein, nicht nur hier auf der Dunya, sondern auch später im Jenseits. Er warnt uns vor Gefahren, die hier auf uns lauern, wie die Liebe zum Besitz oder die Ablenkung. Aber auch motiviert er uns und spornt uns an, zu seiner Barmherzigkeit und seinem Paradies zu rennen. Dieses Buch, welches eindeutig ein Handbuch für das Leben ist, beinhaltet alles, was der Mensch braucht, um mit allem umzugehen, was ihn in diesem Leben trifft. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala direkt in der zweiten Sure des Koran. Alif Lam Mim. Dies ist ganz gewiss das Buch Allahs, das keinen Anlass zum Zweifel gibt. Es ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen, die an das Verborgene glauben und das Gebet verrichten und von dem ausgeben, was wir ihnen beschert haben. Und die an das glauben, was auf dich und vor dir herabgesandt wurde. Und die mit dem Jenseits fest rechnen. Diese folgen der Leitung ihres Herrn. Und diese sind die Erfolgreichen. Wir müssen verstehen, dass der Erfolg, die Lösung unserer Probleme oder auch wie wir mit bestimmten Situationen umgehen, nicht bei den Menschen gefunden werden kann. In Wirklichkeit gehen sie der gleichen Prüfung mit ihren Problemen und Umständen nach wie wir. Derjenige, der wirklich erfolgreich sein will und wissen will, wie er mit diesen Erschwernissen umgehen soll, der wird nur die Antwort im Buche Allahs subhanahu wa ta'ala finden. Wenn er sie woanders sucht, so wird er getäuscht und am Ende sogar enttäuscht.